Hast du Bock? Moin, meine Damen und Herren. Oh, ja, Mann, heute mit Untertitel quasi, mit zweiter Tonspur. Und wir haben den neuen Tisch oder den alten Tisch neu aufgebaut. Prima. Also das ist für das erste Mal, dass er auf dem Tisch arbeitet. Man sieht aber, ja, wir waren vorher ein paar Mal auf so kleinen Kisten und kleineren Absätzen. Aber so irgendwie hat er verstanden, wenn es irgendwo hoch geht, dann gibt es auch voll. Ich leg erstmal was hin, wenn er sich ein bisschen mehr orientiert, dann gebe ich ihm die Zeit dazu. Wenn er sich locker benimmt, dann kann ich auch zwei, drei wieder wegnehmen und direkt weitermachen. Ja, voll. Man sieht jetzt, da fehlt uns noch ein bisschen gut auch der Fokus. Da stört der Onkel Agent ein bisschen im Hintergrund und neuer Tisch und andere Positionen. Ja, und das ist alles gerade noch ein bisschen spannend. Aber man sieht, der hat den Hintern schön auf der Erde, setzt sich schön auf das Kinn, sucht Augenkontakt. Schnutt aus den Augen machen. Schnutt in den Augen. Die Leine ist so eingestellt, dass sie sich nicht so weit zuzieht, dass sie spannt. Die geht so weit zu, dass er sie nicht mehr über die Ohren kriegt, aber das war es dann auch schon. Gut. Je nach Hunger ist er mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Interessiert mich aber im Moment noch überhaupt nicht. Es geht eigentlich nur um die Koordination, um das Sichersein. Ja, das war geschummelt. Ja, da war jetzt ein bisschen geschummelt, da habe ich dann doch auf letzte Mal abgesetzt. Das passiert halt, das ist real life. So, ich kann das rausschneiden und kann zeigen, aber Hundesport ist halt das. Ja, sowas wie das jetzt, was halt mal passiert. Gott sei Dank ist der Tisch wirklich nicht hoch. Schnell wieder drauf. Und man sieht jetzt auch, dass er selber schon wieder schnellstens hoch will, um dann da auch weiter zu kommen. So hoch kannst du nicht. Aber man sieht es auch gleich nochmal. Da rutscht er mit dem Bein ab. Prima. Fängt sich sofort und ist überhaupt nicht mehr beeindruckt. Das gehört halt dazu, dass er die Grenzen vom Tisch selber ausfindig macht und auch dann. Ja, selber auf sich aufpassen. Ja. Eine kleine Hilfe mit dem Finger am Bauch. Kann man mal machen, solange wie ich noch nicht mit Kontaktpunkten arbeite, versuche ich das zu vermeiden. Wenn ich mit Kontaktpunkten arbeite, dann natürlich auf jeden Fall. Na, jetzt hat er doch nochmal was anderes im Kopf gekriegt. Kann ich nochmal versuchen. Was auch immer er jetzt gerade für die Vision hat, aber das gehört halt dazu. Jawohl, er macht noch eine Übung. Ja, mit der Kameraeinstellung müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ja, dann ist Schluss. Ich erzwinge dann nichts, ich mache dann wirklich Schluss, nehme ihn runter. Dann ist Pause. Alles, was ich jetzt mache, wäre nur noch nicht mehr anbetteln und noch mehr probieren. Wenn der Hunger noch nicht groß genug am Ende, ist, so, da ist er jetzt abgerutscht. Route geht, steht stabil da. Ist der Hunger noch nicht groß genug? Wenn man ein bisschen verpennt, das ist auch im Moment noch sehr unterschiedlich, wenn er da etwas anstrengend ist. Und komm, Räuberleiter. Und zack. Jawohl, gut. Guck, heute hab ich's. Jawohl. Gut. Und Pause. Ja. Ja. Ja, und das ist wirklich eine ganz kurze Sequenz. Nur einmal hoch, einmal komm machen. Her. Duckwing. Gut. Duckwing. Sofort eine Hilfe. Jawohl. Sofort ein Leckerli. Klasse. Und jetzt merkt man, dass der Hunger nicht mehr ist. Das war ein guter Nachtrag. Da ist kein Zacken außer Krone. Hey. Er macht sich schon auf den Weg. Ich meine es leider nicht. Komm her. Jawoll. Eingefangen. Klasse. Immer mit dem Leckerli. Leine. Jawoll. Gut. Kommt zurück. Darkwing. Hm. Jawoll. Kommt da nochmal. Aber man sieht gleich nochmal. Jawoll. Wenn der Hunger halt nicht groß genug ist,
Dann muss ich noch mal einen Filter dran, muss noch langsamer, muss noch vorsichtiger sein. Wir sind jetzt auch nicht, noch keine 10 Trainings gewesen. Also kann sowas noch mal. So, und das ist was, ja, wir können es wieder rausschneiden, aber das gehört zum Leben natürlich. Das wird ja auch noch passieren. Vielleicht ist was dran. Hey, Darkwing! War mir ein bisschen sicher. Hast du noch nicht genug Hunger? Ja, er kommt wieder. Hast du noch nicht genug Hunger? Dabei. Das Leine aufnehmen soll ja kein Signal mehr. Jetzt kommt er gleich. Kriegt ein bisschen Frust. Und. Ja. Echt? Oh Mann. Komm, ich helfe dir. Aber Tisch ist halt eine sichere Komm, ich helf dir. Position. Da gibt es immer was zu essen. Da ist ein Überblick. Und dann muss ich die Guck mal. Krasse. Alleine noch nicht wach. Bist du noch nicht wach? Gott. Supi. Mehr in der Hand. Aber dadurch, dass wir da Grenzen sind, war die Freude ein bisschen fertig mit Kauen. Ich habe die Anstrengung zu. Ja, voll. Ich bin mit Hintern auf der Erde. Ich lege sogar von vorne gut. Dieses Zug, wenn er sich hinlegt mit dem Ellbogen. Das ist cool, wenn das so bleibt. Oh, hört, wenn er sich. Ja, klasse. Komm, Pause. Komm, wir machen was anderes.